Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da werden wir heute sicherlich wieder ein bisschen Fortnite suchten, die neue Season spielen und vor allen Dingen Arena Road to Champion gehen. Ich habe gestern schon ein paar Runden gespielt, bin deshalb schon fast... Anwärterliga geht ja immer relativ schnell, die ersten Runde macht man ja kein Minus und man hat die leichtesten Gegner. Heute wird es dann aber sicherlich etwas schwieriger, dann, wenn ich zur Anwärterliga bin. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings den Itemshop an und gucken, was wir für Skins drin haben. Wir haben zum einen den Flower Skin, der hat als Backpack nur verschiedene Stile. Da kann man nämlich dieses Krötenschild in grün, in Regenbogen und in Standard grau nehmen. Der Skin ist, glaube ich, von der Chaos Engine tatsächlich betroffen. Das heißt, wenn man irgendwelche Emotes macht, flabbert eben halt so teilweise einfach ja, dieses Gummiartige vom Skin. Sieht auf jeden Fall teils sehr, sehr witzig aus. War zumindest so in der letzten Season. Ich weiß nicht, ob es immer noch so extrem ist. Aber in der letzten Season konnte man es auf jeden Fall sehr, sehr gut daran erkennen. Dann haben wir als nächstes den Finsterbomber-Skin mit der Donnerrotz-Spitzhacke. Die ist reaktiv und zwar glaube ich, dass wenn man Schaden hinzufügt, das Horn da vorne immer roter wird und hier mehr von diesem Nebel aus dem Mund kommt. Dann haben wir dazu den Glyphe der Dunkelheit Gleiter. Und als nächstes haben wir dann den Nachtglanz-Skin. Hat natürlich zwei Stile, Standard und ohne Schimmer. Dann Sonneneruption, hier gleich die gleichen Stile. Dann die Spaltlichtspitzhacke und der Federgleiter. Sieht eigentlich auch sehr, sehr nice aus. Und dann haben wir natürlich noch als letztes die strahlende Axt. Dann haben wir als nächstes den Rebell-Skin mit dem Standard-Stil und mittlerweile hat er dann auch noch einen Stil, wo er einen Helm auf hat und dann auch den gleichen Stil wie mit Helm, nur dass er eben halt ohne Helm hat, ist. Aber die Kleidung ist eben halt gleich. Finde ich, sieht so eigentlich am besten aus von allen Stilen und ist auch eigentlich mal ganz nice, dass manche alte Skins einfach immer noch neue Stile bekommen. Ist auf jeden Fall immer sehr cool für den Käufer. Gerade bei beliebten Skins wird das eben halt dann nochmal gemacht. Dann haben wir als nächstes den Taxifahrer-Skin. Die Karnevalblumen-Lackierung. Gestern hatten wir ja eine andere Karneval-Lackierung. Ich glaube, die kann man, die ganzen Lackierungen und Sprays und so weiter von dem Event hier vom Karneval 2020 Set, kann man auch durch Codes in Streams auf Twitter bekommen, die irgendwelche YouTuber einfach bekommen und die können die dann eben halt reinstellen, sind allerdings immer relativ schnell weg, also wird wahrscheinlich schwierig, so eine Lackierung zu bekommen, je nachdem wie lang die noch drin sind. Auf jeden Fall ist die animiert und reaktiv, animiert so oder so immer, aber reaktiv ist daran, dass wenn man schießt, sich die Hintergrundfarbe einfach immer ändert. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr witzig aus. Also so wird es aussehen bei jedem Schuss. Einfach buntes Durchgemische der Farben. Dann haben wir Komm schon. Ist eigentlich ganz nette Emote. Sehen wir ein grüner Emote, also nichts allzu Besonderes. Dann haben wir albernes Hüpfen als Fortbewegungs-Emote. Und heute neu auch die sonnige Samba-Musik. Ist in Ordnung, die Musik, aber ich würde sagen, es gibt bessere. Das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.